Herzlich willkommen im Museum Wiesbaden zur Ausstellung Gemischtes Doppel, die Molls und die Pohrmanns, zwei Künstlerpaare der Moderne. Jeder der vier Künstlerinnen hier in der Ausstellung wird mit 25 Werken präsentiert, über alle Schaffensphasen hinweg, sodass vier Retrospektiven quasi durch ihr Werk ineinander verwoben sind. Die beiden Paare waren eminent wichtig für die deutsche Kunstgeschichte. Es ist so, dass sie in Paris die Akademie Matisse begründet haben 1908 und da sie ganz eng mit Matisse befreundet waren, auch seine Kunst nach Deutschland gebracht haben. Wir zeigen auch die Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler, die die beiden Künstlerpaare inspiriert haben. Darunter ist der berühmte Lovis Corinth, Max Lefaug, Max Liebermann beispielsweise, die eben für die impressionistische Phase von Bedeutung waren für die Künstler. Und dann natürlich auch Werke von Henri Matisse und Alexander Archipenko. Die besondere Herausforderung in dieser Ausstellung war eben gerade diese vier unterschiedlichen Lebenswege, die sich an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr nahe gekommen sind, zu einem sprechenden, stringenten Narrativ zu formen. Neben den drei Malerpositionen in der Ausstellung gibt es auch eben mit Marc Moll eine Bildhauerin, die wir breit vorstellen, die zum ersten Mal auch seit vielen, vielen Jahren auch wieder im größeren Kontext gezeigt wird. Wir laden Sie ein ins Museum Wiesbaden in dieser kalten Jahreszeit, hier die farbintensiven, warmen Bilder zu genießen. Kommen Sie in der Ausstellung den beiden Künstlerpaaren näher. In vielen Interieurdarstellungen können Sie sehen, wie sie gelebt haben. Entdecken Sie Wandschirme, reich gedeckte Tische, gemusterte Tapeten und viele, viele Fensterausblicke. Bilden Sie selbst ein gemischtes Doppel und kommen freitags zu uns. Am Freitag zahlen Sie für vier Personen, den Eintritt nur für zwei.